So, und wieder hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Shift. Wir sind zurück und gehen heute auch weiter in die Supersportwagenkarriere in der Stufe 4, bevor wir dann endlich in die NFS Live Tour gehen dürfen. Und ja, wir haben noch hier bei den Supercars ein bisschen was zu tun. Nämlich erwarten uns heute ein, heute erwarten uns eine Rennserie, wo ich auch mal kurz gucken will, was da so wunderschönes bei ist, wo ich mal kurz auf meine Tastatur tippen werde. Wir haben London, Laguna Seca und Willow Springs. Ja, würde ich sagen, ab geht die Post, los geht's. Mit dem Pagani Zonda Air begeben wir uns jetzt hier auf die wunderschönen Strecken der Welt und bauen hoffentlich keinen Mist. Oder die Gegner werden Mist bauen. Es liegt ja nie an mir, wenn Unfälle entstehen, das sind immer die Gegner. Man muss ja immer irgendwie andere Schuldige finden. Okay, also du wirst heute eine Menge von der Strecke sehen. Viele Events stehen auf dem Plan. Viel Spaß da draußen und seid vorsichtig. 9 Sekunden bis zum Start. Achte aufs grüne Licht. Ich will erstmal so seitlich stehen, das ist super. Auf jeden Fall gut fürs Beschleunigen, wenn man direkt lenken darf und dann aufs Gas tritt. So, und da geht's voran. Das war ein Bugatti, das war noch ein Bugatti. Was sind schon Bugattis, wenn du ein Pagani Zonda Air hast? Einen Fliegenschiss, genau. So. Alter, wie der bombt. Das ist einfach so eine kranke Geschwindigkeit. Da kam der Mauer. Bremsen, 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 bremsen. Boah, ist einfach so geil, diese Kiste zu fahren. Ja. Mich gerade schon gesträubt, fast aufzunehmen. Also ich hatte jetzt hier gerade hier vorne eine Stunde Grid Autosport wieder aufgenommen, weil ja so eine Saison geht da einfach mal so lange. Und habe mir gedacht, oh, nimmst du jetzt echt noch Shift auf? Hm. Jetzt hier reingesetzt, Wagen angeschmissen, Gas gegeben und merke gerade wieder, dieses breite Grinsen in der Fresse, das kriegst du auch nur, wenn du wie Shift, alter Schwede. Ah, fuck it. Also deswegen, doch, hat sich gelohnt, dass ich jetzt hier angefangen habe aufzunehmen. Ach, scheiße, ich fahre gerade ganz Töfte. So, der Olli Waymers, den müssen wir ja wieder besiegen. Den Wagen hier über diese Strecke, das ist schon eigentlich so ein bisschen wie Selbstmord. Nur ein bisschen mit Stil, Selbstmord mit Stil, so rum. Hau mal ab in deinem, jetzt ist... Mann, du Spacko! Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich lang muss. Ah, da lang. Da macht der Eis... Oh, das war Olli Waymers, ups. Ja, kann ja mal passieren. Nee, da macht er einfach keinen Platz und dreht mich in die Mauer rein. Ja, geil. Ja, komm. Ich sehe so viel durch meine gesplitterte Frontscheibe. Es ist atemberaubend. Es ist wie ein Blindflug. So, und voll aufs Gas. Gib ihm. Oh, jetzt ein Bugatti jetzt hier. Die ersten beiden geben eine ganz gute Pace da vorne. Da wird schwer wieder ranzukommen, schätze ich mal. So, können wir hier vielleicht innen reinstechen? Ah, Mann! Bremst er nochmal im Kurvenausgang? Wer bremst denn auf dem Kurven im Kurvenausgang, Mensch? Er gibt mal Gas, um aus der Kurve rauszukommen. Das sind genauso die Deppen, die auf dem Beschleunigungsstreifen auf der Autobahn auf die Bremse treten. Genauso geschlagen. Der letzte ist mein Stiefvater. Oh, ja, schön hier rüber. Den Auffahrunfall mit. Okay, nur ein Leichen. Das ist wirklich nur Leichen draufgetitscht. Aber eine nette Dame. Ja, es war Baustelle und da war eben Autobahnauffahrt. Da war er drauf. Vorhin eine Dame. Und die hat einfach mal gebremst auf dem Beschleunigungsstreifen. Stehen geblieben, hat es mal geguckt. So. Beim Beschleunigungsstreifen hast du ja im Normalfall. Den guckst du ja nochmal über die Schulter, ob dein Auto kommt. Weil du willst ja gucken, ob du einscheren kannst. Und du rechnest halt im Normalfall nicht, dass jemand vor dir auf dem Beschleunigungsstreifen auf die Bremse latscht. Ja, und dann gab es halt den leichten Auffall in der Schlussfolgerung. Weil niemand bremst auf dem Beschleunigungsstreifen. Wer ist Beschleunigungsstreifen? Ich bremse und gucke erstmal, ob jemand kommt. Das ist keine Kreuzung. Hier macht schon jemand Platz im Normalfall. Also im Normalfall ziehen sie dann einfach auf die mittlere Spur oder eine linke Spur, je nachdem, um den Platz zu machen, damit eben derjenige vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn kann. Wenn man kein scheiß Arschloch ist, macht man Platz. Ja, ist richtig. Das sollte man machen. Hat man noch in der Fahrstuhl gelernt, es gibt fast nur Assis, die es nicht machen. Die dann ein schönes Rennen mit dir auf dem Beschleunigungsstreifen liefern und du dann am Ende der Blöde bist, der voll die Eisen gehen kann, weil der Streifen zu Ende ist. Hatte ich auch schon oft genug, ja? Solche Idioten gibt es genüge. Leider Gottes. Ich glaube, war ein bisschen sehr früh gebremst, ne? Egal. Die scheiß Curbs auf Bodenwellen sind ja leider so hoch, dass der springt wie nichts anderes. Es ist kein grandioses Rennen, das ich hier abliefer. Aber es ist ein anstrengendes Rennen. Und anstrengende Rennen, das sind richtige Rennen. Klingt aber auch so geil, die Karre. So.
fahren uns gerade eine relativ gute Führung schon mal raus zum Start hier. Vielleicht zum Start hier zum Ende des Rennens. Wo wir sehr gut werden, die Hälfte gerade mal rum. Das ist noch nicht mehr das Ende. Jetzt gleich etwa, jetzt haben wir etwa die Hälfte, haben wir jetzt schon etwas über die Hälfte. Kommen wir gleich in die letzte vierte Runde. Das war zu spät. Boah, das war viel zu spät. Meine Fresse. Puh. Es kam mit der kaputten Scheibe und dem matten Stellen auf der Scheibe, wo es halt ein bisschen irgendwie nicht mehr durchsieht. Es ist extrem schwer, die Bremspunkte einzuschätzen, weil ich auch nicht mehr so viel sehe. Das ist so mein kleines Problem, was ich jetzt hier habe. Für eine ganze Runde haben wir geschafft. 1000 Profilpunkte haben wir auch. 2000 werden wir auch schaffen. Es sind nur noch 40 Punkte, die wir da sammeln müssen. Wir haben hier sogar mal alle Sterne, unter dem letzten Mal so desaströs überall drei Sterne mit dem Liegen gelassen worden sind. Wir hätten jetzt hier mal vielleicht ein paar mitgenommen. Das wäre natürlich schön. Ja, haben wir sie doch. Sehr schön. Drei Sterne haben wir. Wir werden auch noch drei für den Sieg hier holen. Im ersten Rennen. Dann geht's ins nächste. Auf Laguna Seca und dann nochmal Willow Springs. Das sind dann relativ leichte Strecken im Vergleich zu dem hier, auch wenn Laguna Seca natürlich trotzdem eine relativ anspruchsvolle ist. Darf man trotzdem nicht unterschätzen, die Strecke. Auf keinen Fall. Das rechnen wir mit solchen brachialen PS-Monstern. Da ist Laguna Seca auch plötzlich extrem schwer. Oh, es rüttelt und rüttelt. Ich muss sagen, für das Alter sieht das Spiel immer noch echt. Oh, fuck. Echt gut aus, da kann man nichts gegen sagen. Und ich freue mich schon, wenn wir das Spiel durch haben. Das ist ja nicht mehr so lange, was wir jetzt hier dran zu spielen haben. Auf Schiff 2, da freue ich mich riesig drauf. Ich habe es wirklich noch nie groß gespielt. Nur mal kurz den Karriereanfang. Ich habe nochmal ein, zwei Rennen durchgefahren. Und dann habe ich das Spiel irgendwie nie wieder angepackt. Ich weiß nicht warum. Warum ich so jemals so blöd war, es nicht zu tun. Aber ihr habt das Glück, deswegen spiele ich das Spiel so gut wie blind. Obwohl ich es mehrfach in mehrfachen Versionen habe. Ich glaube, auf PC habe ich es, auf PS3 habe ich es auch nochmal. Auf PS3 hätte ich es einfach mal bei EA abgestaubt. Da war ich auch auf dem Most Wanted Event, Let's Play Event und da hatten sie es halt rumliegen und ja, durften sie einfach nehmen, brauchten sie nicht mehr. Deswegen gab es die PS3 auch nochmal. Aber die Version habe ich, glaube ich, die PS3-Version hat mein kleiner Bruder, weil, ja, wenn ich so einen PC habe, brauche ich sie nicht mehr und er eine PS3, dann soll er es halt zocken. So, alle Sterne geholt. Ein bisschen Geld gibt es dazu. 80.000 plus 120.000 am Ende, alter Schwede, ey. Das ist schon eine Menge, Menge Asche, die wir jetzt hier bekommen. Gefällt mir. So, nächstes Rennen. Erstmal hier nochmal die Gesamtwertung sehen. Wir führen wieder natürlich wie gewohnt. So. Ab geht's gleich ins zweite Rennen. Freue mich schon drauf. Okay, noch ein paar Sekunden bis zum grünen Licht. Wir wollen aufs Podium. Also viel Spaß. Und sei vorsichtig. Ich finde auch gut, wie das Cockpit von außen durch die Scheibe nicht so hoch aufgelöst ist, ne? Um Leistung zu sparen oder um eben bessere Performance zu bieten. Das wird ja auch so gemacht, bei mir wird vom Wagen jetzt auch gerade wirklich nur das Cockpit simuliert. Also wenn ich jetzt hier irgendwie eine Kamera hätte, womit ich jetzt hier aus dem Auto rauszoomen könnte, also einfach so frei raus, ohne die Kamera zu wechseln, würde auch im Normalfall nicht mein komplettes Fahrzeug, mein Fahrzeug würde dann angezeigt werden. Das müsst ihr mal mit Project Cars machen, da gibt es ja die Möglichkeit, frei die Kamera zu bewegen, jetzt bleibt man im Cockpit und bewegt einfach mal die Kamera damit raus. Seht ihr auch, dass. Alter Mann! Ja, komm, du mich doch auch, komm her! Pflück dich aus dem Auto! Da müssen wir sehen, dass eben nur zum Teil euer Front, also eure Motorhaube geladen worden ist, wie ihr sie seht. Und hinten im Hintergrund habt ihr einfach nur so einen Polygonklotz an eurem Auto. Das ist einfach, um Performance zu sparen, weil es muss ja nur Innenraum geladen werden. Euer Rechtswagen ist ja nicht so. So extrem wichtig. Natürlich, wie sie sich hier durchkloppen. Nein, jetzt fängt mir das Känguru-Spiel an. Hau ab. Ich sag mal, was ist denn los mit denen hier? Die kloppen sich in die Kurven rein. Jetzt hau doch mal ab, ey. Assi. Ja, ich klopp auch zurück hier. Jetzt ist mir wurscht. Bist du außen in der Kurve und die ziehen trotzdem auch eiskalin rein, ey. Und hauen dich trotzdem noch von der Strecke. So, da ist jemand weg. Wow, dankeschön. Darf ich mal? Jetzt klopp ich auch zurück, so. Sind aktuell nämlich nur 10. Wir haben nur 4 Runden jetzt. Ich muss mal ein bisschen durchs Feld. Sag mal! Ey, da haut der mir trotzdem hinten voll aufs Heck drauf. Was ist los mit dem? KI, dieses Rennen aber mal richtig schön auf Akku-Kurs. So, 10. aktuell. Da ist noch ein ganz schöner Weg bis nach vorne. Die ersten beiden machen schon ganz gut Pace. Das haben sie auch im letzten Rennen schon gemacht. Haben wir trotzdem noch aufgeholt am Ende.
Was Profilpunkte haben wir schon mal. Führer eine ganze Runde, dann wird schwer. Ich fahre extrem oft raus. Ne? Ihr seht überall Qualm, Rauchwolken. Schon wieder gescheppert. Na Gott, voll durchgehalten. Jetzt. Irgendwen hat es da voll quer gehauen. Das war, glaube ich, ein Bugatti, der sich direkt vor mich quergestellt hat. Glück gehabt, dass ich ihn einfach weggehauen habe. Dass das geklappt hat. So, Olli Raymer ist direkt vor mir hier mit seinem SLR. Nicht stark unterwegs. Oft die Gegner hier draußen, ne? Also auf Laguna Seca stellen die sich auch nicht so wirklich intelligent an. Machen sehr viele Fehler, rutschen oft raus. Perfekte Fahrweise ist wirklich was anderes. Hallo, da drüben ist die Kurve. Die Strecke hier. Die Kurve ist hier. Na komm schon. Wir können auf jeden Fall auf die 1 noch vorfahren. Nur eine Runde führen wird schwer. Das wird wirklich schwer. Ich denke mal, die Stellen dürfen wir diesmal liegen lassen. Die 1000, die 2000 Punkte sollten kein Problem sein. Die leider durch Windschatten fahren, kriegen wir hier massiv viele. Jetzt hoffe ich, dass er außen weg ist, sonst knallt es jetzt. Es klappt. So, zwei Bugattis hier vor uns, zwei Luxusbomber auf vier Rädern mit viel, viel PS. Weil die sind ja einfach fucking schwer. Was sieht so ein Bugatti 2 Tonnen? Was haben die? Die wiegen so fucking viel. Es liegt natürlich auch nicht nur am Luxus, klar, es liegt auch an dem scheiß großen Motor, die Kiste da hinten drin hat. Und hier letzte Mal bei Top Gear hatten sie den mal, habe ich mir nochmal eine Folge mit dem angeguckt. Alleine 10 Kühler braucht dieser fucking Motor da hinten drin. Das ist schon echt übel. Normales Auto, ein Kühler. Bugatti braucht 10. So, da wisst ihr schon mal, was da alleine Gewicht zusammenkommt. Nur durch den scheiß Kühler. Nein, Mann, ey, jetzt. Was ist denn mit den Kiesbetts in allen Rennen? Jetzt ziehen sie alle durch, natürlich, da kommen wir auch. Hier, hau ab. Es ist, ey, es ist jedes Rennspiel so. Du kommst ins Kiesbett und die Kiesbetts sind so, als wenn du mit dem Zug plötzlich auf Schienen kommst. Du verkantest dich drin und fährst einfach mit. Du bist die Passagiere. Hau ab. Fehlt nur noch Vierter. Vierter, wir haben Platz gut gemacht, auch jetzt ist eine Runde führen wir jetzt schwer. Wir müssten jetzt vor der Ziellinie noch an den Rhein vorbeikommen und ich, man kann gerne optimistisch sein, nur das ist jetzt ein bisschen unrealistisch, dass das noch klappen könnte. Das wird nichts mehr. Hätte ich hinkriegen können, ich ein bisschen weniger Fehler gemacht, naja. So, geht's in die letzte Runde. Vielleicht können wir auch aufs Podest fahren. Erster Platz haben wir trotzdem lieb. Vielleicht haben wir auch noch Chancen, so ist nämlich. So, jetzt wäre das Profilpunkt gewesen geschafft. Noch mehr als locker. Ein Pagani holen wir uns auf jeden Fall noch. Da hat sich weggedreht, der eine Bugatti. Das hilft uns so nichts. Es war zu früh vor uns. Er konnte sogar eine Position vor uns halten. Das gibt's ja nicht. Ich bin ja hier viel am Fehler machen. Hallo, hallo, ich bin hier drüben. Bleib bei Gott, ey. Gegen sie aus, ich bin allein auf der Welt. So, haben wir uns ein bisschen auf die 3 schon mal vorgeschoben. Einen schönen Zweierbonus. Machen wir gerade hier vorne. So, vor uns ein ganz normaler Pagani-Zonder. Ich würde gerne noch Erster werden. Hier ist noch drin. Nein, nein, du Sack! Ah, Mann, komm, komm, komm. Wir sind nicht so viele. Hüpf, hüpf. Känguru, hüpf! Komm auf die Strecke! Verpiss dich! Ah, scheiße! Das ist Rennen gelaufen. Super, ein Fehler gemacht. Fuck it! Ah! Komm, wir müssen noch ein paar Punkte holen. Ah, scheiße! Ich habe nur einen neunten Platz hier nach Hause. Sicher ein Fehler. Ja, es war ein eigener dummer Fehler. Es war mein eigener dummer Fehler. Der Pagani konnte nichts dafür. Man überholt nicht in der Linkskurve außen, wenn direkt daneben das Kiesbett ist. Dass man dann die Packung bekommt, ist dann als selber schuld. Scheiße. Kein Geld, nix. Läuft. Oh, fast Level 33, wir sind ein bisschen etwas. Und insgesamt sind wir in der Meisterschaft. Aktuell, hier haben wir jetzt wie viele Punkte bekommen? Insgesamt sind wir noch Dritter. Gut, wir haben jetzt noch einen lockeren... Möglichkeit auf den Sieg. Wir haben nicht so viele Punkte verloren insgesamt. Das ist schon mal ganz gut. Trotzdem war das jetzt echt schon scheiße. Wir hätten aufs Podium fahren können. Ich hau die Kiste in dem letzten Abschnitt noch raus. Aber naja. That's racing, ne? So, jetzt nochmal auf Willow Springs hier.
Das wird auch nochmal Spaß. Und eine anspruchsvolle Strecke mit den Dingern. Hallo, Herr Lamborghini. Bleiben Sie doch einfach stehen auf das... Ach, Mann, ey. Hallo. Das ist so krass mit den Kiesplätzen, dass ich jedes Mal die Kiste drin fahre. Oh nein. Oh nein. Oh, Glück gehabt. Schon erst wieder rausgedreht. Wer man es führt aktuell, man muss kaum glauben, der das mit einem SLR angestellt hat. Nein, nein, komm rüber, Mann. Mein Fahrlevel war echt cool. Ich brauche hier einen Sieg. Und es sind nur 2 Punkte Rückstand. Ich weiß halt nicht, wer von den ganzen Kollegen Nummer 1 und 2 ist. Habe ich mir den Namen noch nicht gemerkt. Deswegen würde ich hier trotzdem gerne auf den Sieg fahren. Allein um sicher zu gehen. Oh nein. Boah, voll weggehauen. Und da hat es auch ein Pagani voll weggehauen. Da sind wir schon auf 3 vor. Und der Olli Ramos hat, was Topspeed technisch angeht, gegen die Paganis keine Schnitte. Brauche gar nicht versuchen. Seht schon, wie ich hier reingeschossen komme. Viel bessere Linie habe. So, jetzt sind wir schon auf 2 vor. Versuchen wir uns hier noch den ersten zu krallen. Pagani liegt halt auch echt wie ein Brett, das muss man mal wirklich sagen. Lässt sich super gut in die Kurven schmeißen. Ist ein bisschen sehr weit innen, scheiße. Nee, was gut ist, wenn es so ausgeht, weiß ich nicht, müssten wir theoretisch schon erster sein. Nee, müssen es nicht so sicher, ups. Ist doch gar nicht mal so sicher. Ich weiß nicht, ob wer vorher ist, höchstens vor uns gelandet. Komm. Schönes Duell jetzt hier gerade, schön immer hinterherfahren kontrolliert. So geht das auch, man muss nicht wild immer reinkloppen. Ich kann auch mal kontrolliert gehen, das Rennen. Und der Windschatten. Ich weiß nicht, ob ich da reinziehen möchte bei über 200 Sachen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, das verschiebe ich lieber auf die Gerade. Oh, da hat das P-Speed verloren, weil er außen in die Wiese gekommen ist, im Heck. Und da geht es in die dritte Runde und immer noch nicht an ihm vorbeigekommen. Also er fährt eine gute Linie, der Jamie Borczyk. Sehr schön unterwegs. Finde ich aber gut, dass ich hier auch so ein Tempo gehen kann. Komm, den Hohmanns ist gleich. Gleich haben wir einen. Irgendwann wird er sich nie mehr wehren können. Und da hat er sich weggeschossen, oder? Ohne Bremsen durch die Kurve. Ja, du bist auch ein Magier, ey. Jetzt musst du dir mal fair fahren. Na komm. Ja, schön wieder die Linie. Es ist krass, ich komme halt einfach nicht vorbei. Er geht in den Kurven. Okay, hat er sich gerade selber aus dem Rennen geworfen. Schön. Hat einen Fehler gemacht, ist natürlich direkt ausgenutzt von uns. Aber er hat sich, glaube ich, hat sich noch selber noch nicht so wirklich abgeschrieben, so wie es aussieht im Rückspiegel. Aber wollen wir jetzt mal zeigen, wo der Hammer hängt. Oh, das war knapp. Glück gehabt. Oh nein, 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 nein. Ah, fuck it. Komm, komm, komm. Komm! Fahr vorwärts, die andere Richtung. Schön hast du es gemacht, Lukas. Oh, jedes Mal immer kurz vor Schluss nochmal so einen beschissenen Fehler. Oh, und dann noch so unnötige, da führst du schon und könntest kontrolliert einmal fahren. Nö, warum auch? Viel zu einfach. Was war das jetzt? Also warum hat er jetzt da angefangen zu hüppeln? Da war keine Bodenwelle zuvor. Wo kam die jetzt her? Geil. Wenn wir jetzt Pech haben, haben wir die Meisterschaft hier nicht gewonnen. Weil ich habe keine Ahnung, wer den von den beiden davon, von denen da vielleicht von mitgemischt hat. Mist. Hat zu kotzen. Dann hatten wir die Führung und dann, ja. Das wirklich wiese Kiesbett in dem Spiel ist wirklich Gift. Dreimal reinkommen und du kannst es direkt mal knicken, dass du irgendwie noch wieder rauskommst. Du rutschst einfach nur noch. Ich kann jetzt nur hoffen, dass da irgendeiner von den beiden oder von den dreien eher einen Fehler macht. Oder nicht vor mir bei einer Meisterschaft.
Spätestens jetzt ist das. Ich glaube nicht, dass davon jemand noch einen Fehler machen wird. Ich habe die Kurve viel zu weit außen angefahren, dann bin ich mit der Reifen in die Wiese gekommen, dann war es das. Selber schuld. Dummheit. Wird bestraft. So, jetzt heißt es einfach hoffen, dass man vielleicht doch noch Erster dabei schafft, aber ich bezweifle es ehrlich gesagt sehr arg. Scheiße, nicht gut gelaufen. Wow, ein Stern, geil. Läuft bei mir. Level erhöht, was gibt's im Wesen dafür schön? Das Wesen irgendwas, was mich aufmuntert. Neues Einladungsevent. Toll. Okay. Supercar-Rennserie X gewonnen. Ich hab's gewonnen? Oh, ich hab's doch noch gewonnen. Das gibt's ja nicht. Was ein scheiß Glück man haben muss. Was ein scheiß Glück man haben darf. Nee, ich bin Dritter geworden. Quatsch gewonnen. Jetzt hab ich Dritter geworden. Ich dachte doch schon. Scheiße. Ja, von wegen Glück gehabt. Ah, Mist. Das ist blöd. Naja, gut. Was soll man machen? Ne? Haben wir nicht gewonnen, aber na gut. Wir lassen es so. Nächstes Mal geht's dann zur Rennserie 11 schon, okay. Und haben wir noch ein Einladungsevent? Hatten wir ja auch noch. Haben wir irgendwas, wo wir jetzt auch kurz so hinten dranhängen können? Also kein Rennen, weil ein Rennen ist zu lang. Schritte 4 durch. Heiße Runde. Ah, guck mal hier, da haben wir es bekommen. Wir werden jetzt in der Corvette Z06. Das können wir doch gerne noch. Heiße Runde auf Laguna Seca können wir gerne noch machen. Dort geht zum Ende der Folge auf jeden Fall noch. Dass wir die Einladungsevents so langsam aber sicher auch mal wegkriegen. Podium, okay? Welchen Podium? Ja, natürlich! Was war das denn jetzt bitte für ein Startsignal? Setz die Kiste einfach gerade aus. Gut, die erste Runde schon mal für den Eimer. Also das ist so einfach gesetzt, dass ich es hinkriege. Mal gucken, wie die Corvette sich hier rübertreiben lässt. Ah, Kopfschott. Mach mich glücklich, Ami. 1,35 müssen wir schlagen. Das ist schon eine ganz knackige Zeit, glaube ich. Aber schafft man, wenn man ohne Fehler drüber kommt. Da kann man das auf jeden Fall hinbekommen, glaube ich. Ja, das wird man auch hinbekommen, weil sonst wird die Zeit da oben stehen. Okay, nächste Runde dürfen wir mal ein bisschen mehr pushen. Das war jetzt extrem langsam, was ich hier gerade fahre. Gerade mal wieder erstmal an die Corvette gewöhnen, weil natürlich in den Supercars natürlich sich das Ganze schon ein bisschen anders anfühlt. Ist so ein anderes Tempo, da gefahren wird einfach. Die natürlich auch stärkere Bremsen haben als das Ding hier. Ist ja einfach so. Natürlich angepasst in ihre höhere Geschwindigkeiten, die sie fahren können. Dann gucken wir mal. 1,35 schaffen wir uns vielleicht sogar in der ersten Runde. Das ist natürlich ein Träumchen. Na, vielleicht. Das wird knapp. Das wird auf jeden Fall knapp. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm, 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 komm. Kriegen wir es hin, kriegen wir es hin? Yes, aber locker. Ja, einfach eine ruhige Runde hingelegt. Schön locker, flockig alles. Hat direkt gewesen, aber auch deswegen geklappt. Super. Schön. Alle drei Sterne bekommen, wieder ein bisschen extra Geld aufs Konto, was wir eh schon nicht mehr brauchen. Aber wir haben es jetzt. Wieder ein bisschen Fahrerlevel. Sehr gut. So, jetzt haben wir auch, glaube ich, nicht mehr so viele Einladungsevents. Die werden wir dann nächstes Mal auch mal zum Angriff nehmen, dass wir die auch noch vor der NFS Live Tour fertig haben. Und ja, das war gewesen für die heutige Folge von Needless Schiff. Wie ihr, wenn es euch natürlich gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ja, dann sehen wir uns jetzt gleich auf der Endcard wieder. So, damit willkommen hier auf Endcard. Natürlich wie immer ein paar Video-Empfehlungen für euch. Und links kommt ihr wie gewohnt zum ersten Part, die Formel Play zu Need for Speed Shift. Und rechts den letzten Part, da mussten wir ein wunderschönes Boss-Duell auf der Nordschleife abhalten. Und naja, am Ende haben wir es da mit der Brechstange gelöst. Wer das sehen wollt, findet ihr es unten rechts. Wenn ihr keine Folge von Need for Speed Shift mehr verpassen wollt, dann klickt doch gerne oben in der Mitte auf Abonnieren. Oben links findet ihr Facebook, oben rechts Instagram, bei der Videobeschreibung verlinkt. Das ist mich. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis dann.